So, jetzt wird es langsam spannend. Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Wir melden uns hier von der Bühne zwischen dem Reichstag und dem Kanzleramt. Und was ist hier heute los? Ein deutsch-französisches Spitzentreffen, ein Gipfeltreffen. Wir erwarten in wenigen Sekunden den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und unseren deutschen Bundespräsidenten Steinmeier. Und wir werden kurz mit den beiden sprechen können. Vielleicht können auch unsere anwesenden Gäste, die vielen Schüler und Studenten und natürlich viele, viele andere Sympathisanten der deutsch-französischen Freundschaft hier auch noch eine Frage stellen. Wir werden das versuchen. Jetzt erwarten wir zunächst die beiden Präsidenten. Und wir erwarten natürlich auch die beiden Ehefrauen, nämlich Elke Bühnenbender, die Ehefrau von Herrn Steinmeier, von unserem Bundespräsidenten, und Brigitte Macron. Zeit für einen schönen Dialog bekommen. Fangen wir jetzt einfach mal an. Herr Bundespräsident, Sie gestatten mir, dass ich ganz kurz den französischen Staatspräsidenten frage, wie er es schafft, heute Morgen so gut auszusehen. Gestern Abend habe ich ihn, heute Nacht habe ich ihn noch im Fernsehen gesehen. Da war er in Lille und hat den französischen Fußballmeister gefeiert, nämlich Paris Saint-Germain. Wie sehen Sie so fit aus? Wie kommt das? Merci beaucoup. Ganz herzlichen Dank. Solche Fragen brauchen wir nicht zu stellen, das entscheide ich jeden Morgen neu. Ich bin vor allen Dingen sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf an einem so wichtigen Tag. Ich danke Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, meinem Freund und seiner Gattin, uns zu diesem Staatsbesuch zu empfangen, dass wir zum ersten Mal an diesem Demokratiefest teilnehmen dürfen. Als ein ausländischer Staatslenker, als französischer Präsident, bin ich darauf sehr stolz und möchte hier das 75. Jubiläum des Grundgesetzes und der Demokratie in Deutschland ehren und würdigen. Wir feiern gleichzeitig das 35. Jubiläum der Wiedervereinigung. Und mit dieser Wiedervereinigung wurde auch unser Europa neu zusammengeführt. Wir sind sehr froh, hier zu sein. Dankeschön. Elke Bühnenbender, die Gattin von Bundespräsident Steinmeier, herzlich willkommen hier heute. Und natürlich Brigitte Macron, avec grand plaisir. Bitte nochmal einen extra Applaus. Super. Herr Bundespräsident, die deutsch-französischen Beziehungen sind nicht immer eitel Sonnenschein. Trotzdem ist der französische Präsident hier heute da. Was bedeutet ich hätte auch gerne die erste Frage, die Sie Emmanuel Macron gestellt haben. Also, haben Sie heute so gut aussehen? Haben Sie einen Rezept für uns? Nein, ganz im Ernst, und ich würde sogar noch etwas hinzusetzen. Emmanuel Macron kommt ja nicht nur direkt von einem Fußballspiel, sondern er war einige tausend Kilometer östlich von Australien, Neukaledonien. Ich muss Ihnen zugeben, ich musste auch ein bisschen auf die Karte gucken, wo genau das ist. Und ist mit einem kurzen Zwischenstopp in Paris heute hier. Ich glaube, wir müssen erst mal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, dass er hier angekommen ist, zusammen mit seiner lieben Ehefrau Brigitte. Vielen Dank. So, aber jetzt die Frage. Noch einmal, lieber Herr Steinmeier, die deutsch-französischen Beziehungen sind seit einiger Zeit ein ganz bisschen gestört. Was bedeutet es für Sie heute, dass der Staatspräsident Frankreichs genau bei diesem Fest, hier bei diesem Bürgerfest heute sein kann? Also zum einen für mich bedeutet es, dass wir diesen Staatsbesuch, das kommt ja nicht alle Tage vor, sondern der letzte Staatsbesuch aus Frankreich ist fast ein Vierteljahrhundert zurück. Nach 24 Jahren wieder ein Staatsbesuch. Ich freue mich sehr, dass Emmanuel Macron mit seiner Frau hier ist. Und wir wollen diesen Besuch zu einem wirklichen Fest machen. Wir wollen zeigen, und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir dieses Programm hier beginnen können. Wir wollen gemeinsam die Demokratie feiern. Und ich glaube, das ist auch ein Beweis für die Tiefe der deutsch-französischen Freundschaft, dass das Ehepaar Macron hier ist, um gemeinsam mit uns zu erinnern an das Jubiläum der deutschen Verfassung, an die Gründung der deutschen Bundesrepublik vor 75 Jahren. Und Emmanuel Macron hat es gerade gesagt, 35 Jahre
Mauerfall und friedliche Revolution. Dass wir das gemeinsam feiern an einem solchen Tag, während eines solchen Staatsbesuches, das ist, glaube ich, Beweis für die Tiefe der Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Dann fragen wir noch mal ein bisschen konkreter nach, Herr Präsident. Sie haben ja im Moment eine Menge Herausforderungen zu bewältigen. Zwei hatte er bereits genannt, unser Bundespräsident. Sie haben die Olympischen Spiele. Notre Dame haben Sie versprochen, 2024 muss das fertig werden. Und Sie haben Les Bleus, die französische Nationalmannschaft, die natürlich in Deutschland empfangen wird und wahrscheinlich auch Europameister werden möchte. Oder täusche ich mich da? Merci. Ja, vielen Dank für diese sehr gute Zusammenfassung. Das ist sehr viel interessanter als andere Themen. Es stimmt. Es gibt die Euro, die EM-Fußballmeisterschaft. Das ist natürlich ein großes Glück für die deutsche Mannschaft, dass auch die französische Nationalmannschaft da ist. Jetzt möchte ich nicht behaupten, dass wir alle auf dem gleichen Standpunkt sind, aber ich habe mir gemerkt, das Endspiel findet am 14. Juli statt. Das ist für uns ein doppeltes Fest, denn wir feiern gleichzeitig unseren Nationalfeiertag. Anschließend haben wir die Olympischen Spiele und dazu sind Sie selbstverständlich sehr herzlich eingeladen. Das beginnt am 26. Juli in Paris. Anschließend feiern wir die Paralympischen Spiele und ich bin ganz sicher, dass wir am 8. Dezember Notre-Dame de Paris wieder eröffnen. Und zwar pünktlich, sodass Sie alle sehr herzlich willkommen sind, wieder in der renovierten Kathedrale, die Kathedrale zu besichtigen. Und was Sie zuvor gesagt haben, Herr Steinmeier, man sagt ja oft, schauen Sie sich die Zeitungen der letzten 75 Jahre an und Sie können nachlesen, dass es immer wieder heißt, die deutsch-französische Freundschaft sei am Stottern, sei lahmgelegt. Aber das stimmt nicht. Wir schreiten voran. Und insbesondere seit 1963, wir sprechen ja jetzt von vielen Jubiläen, aber der Vertrag, der 1963 unterzeichnet wurde, mit sehr viel Mut von Seiten des General de Gaulle und Konrad Adenauer, da haben wir bereits viele Etappen hinter uns gebracht, aber es wird nun ein neues Kapitel eröffnet. Und in der Zwischenzeit haben Frankreich und Deutschland ganz außergewöhnliche Herausforderungen bewältigen können. Wir haben viele Dinge wieder, wir haben uns nicht nur versöhnt, sondern es haben auch Wiedervereinigungen stattgefunden. Und wir haben immer miteinander gesprochen und immer miteinander diskutiert. Wenn man sich die zurückliegenden Jahrhunderte anschaut, gab es immer Kriege zwischen unseren beiden Ländern. Es gab in ganz Europa viele Kriege in den vergangenen Jahrhunderten. Und immer waren auf einer Seite die Deutschen, die Preußen und auf der anderen Seite die Franzosen in irgendeiner Weise engagiert. Aber wir haben auch immer wieder den Weg zusammengefunden, den Weg aufeinander zugefunden. Und das ist ein unerhörter Glücksfall. Und ich möchte damit sagen, ehrlich gesagt, ich sehe sehr viel mehr, was wir gemeinsam haben und sehe sehr viel mehr, was wir gemeinsam erreicht haben, als das, was uns trennt. Die deutsch-französischen Beziehungen sind ein Kernstück Europas, sind für Europa wichtig und unabhängig. Wirklich ein Grund zum Feiern. Warum ist das für Sie auch so eine Herzensangelegenheit, dieses Grundgesetz zu feiern? Es hat ja auch was mit Frankreich zu tun. Das hat ganz viel mit Frankreich zu tun. Insbesondere freue ich mich, dass Kollege Macron darauf hingewiesen hat, dass die Wiedervereinigung ja ohne Frankreich auch nicht denkbar gewesen wäre. Insofern bin ich höchst dankbar über die Rolle, die Frankreich damals im Zuge von Mauerfall und unseren Bemühungen, das Land wieder zu vereinigen, eingenommen hat. Herzlichen Dank dafür. Zweitens, ich glaube, das große Missverständnis, wenn Sie sagen, es gibt Schwierigkeiten in den deutsch-französischen Beziehungen, das große Missverständnis ist immer, dass es die Erwartung gibt, dass die europäischen Länder sich von vornherein in allem einig sind. Und ich sage immer nein. Wir sind verschieden in Europa, das ist ja auch ein großer Gewinn. Der entscheidende Fortschritt, den europäische Integration mit sich gebracht hat, und das ist ein wirklich zivilisatorischer Fortschritt, dass wir unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Geschichte, auch unterschiedliche Interessen haben und trotzdem einen Weg gefunden haben, zueinander zu kommen. Und ich kann das nun wirklich für die letzten 20, fast 30 Jahre beurteilen.
Es gab immer wieder Kritik daran, dass Frankreich und Deutschland in manchen Punkten unterschiedlicher Meinung waren. Aber bis in die letzten Tage hinein gibt es doch genügend Belege dafür, dass wir uns trotz unterschiedlicher Ausgangspunkte am Ende einigen. Das gilt jetzt für die Produktion neuer Waffensysteme, um Sicherheit in Europa zu stärken. Das ging auch bei dem Kompromiss, den wir gefunden haben für den Stabilitätspakt etwa. Da haben auch viele Leute gesagt, geschrieben und prognostiziert, da kommen Deutschland und Frankreich nie überein. Auch da ist es gelungen. Und es beweist sich auch da, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind, dann geht in Europa immer noch sehr viel. Und da hilft auch schon mal der Kompromiss. Monsieur le Président, in zwei Wochen wählen wir ein neues EU-Parlament. Noch nie hatte die EU so viele Feinde wie heute. Innere und äußere, leider. Warum ist diese Wahl so enorm wichtig dieses Mal? Parce que le moment. Ganz einfach, weil es ein entscheidender Moment ist. Wie Sie gesagt haben, es gab noch nie so viele Feinde von innen und auch von außen. Und ich glaube, wir erleben im Moment eine Phase in Europa, die wirklich lebensnotwendig ist. Und ich habe das vor einigen Wochen gesagt, Europa kann sterben. Zum einen, weil in Europa erneut Krieg herrscht. Das ist der Krieg, russische Angriffskrieg in der Ukraine. Zweitens, weil eine der wichtigsten Herausforderungen Europas darin besteht, als erster Kontinent die Dekarbonisierung zu erreichen, das heißt, sowohl das Wachstum als auch den Klimaschutz miteinander zu vereinbaren, und zwar auf die beste Art und Weise. Wir haben das großzügigste Sozialmodell und wir können nicht ohne Wachstum dekarbonisieren. Das würde bedeuten, wir müssten unser Sozialmodell aufs Spiel setzen, unsere Schulen, unsere Krankenhäuser. Und das Dritte ist die Herausforderung des digitalen Wandels. Die Revolution der künstlichen Intelligenz entscheidet sich jetzt. Das Wachstum von morgen, wenn wir es nicht schaffen, wird woanders stattfinden. Und ich glaube, das möchte ich ganz deutlich betonen, wir erleben auch eine Art Krise der Demokratie. Wir merken es ja selbst, die Demokratie ist in aller Munde und die Demokratie ist das wichtigste und das beste Werkzeug, um zu Kompromissen und guten Ergebnissen zu finden mit der Unterstützung des Volkes. Und man ist dabei, die Demokratie selbst anzugreifen. Es gibt eine Neigung, eine Bewegung hin zum Autoritarismus in unseren eigenen Staaten und das nährt die Extreme, das nährt die Extremen auf unserem Kontinent, weil viele sich sagen, es wäre alles viel einfacher, wenn wir nationalistischer handeln würden. Aber was haben wir denn gesehen in den letzten Jahren? Es gibt eine ganze Menge dieser Nationalisten, die unsere Meinung zu beeinflussen versuchen. Aber wenn die Nationalisten tatsächlich die Regierung führen würden in Europa, dann hätten wir kein europäisches Parlament, wir hätten keinen europäischen Wiederaufbauplan, wir hätten keinen Asyl- und Migrationspakt, wir hätten keinen Green Deal erreichen können auf europäischer Ebene. Und wir wären alle untereinander geteilt, zerstritten und gespaltet. Wir hätten die Ukraine aufgegeben, hätten sie an Russland abgegeben. Und da wäre die Geschichte nicht die gleiche. Deswegen ist das Problem, mit dem wir heute zu kämpfen haben, die Tatsache, dass wir in unseren Demokratien viel zu sehr an die Demokratie gewöhnt sind. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Kampf, den wir jeden Tag neu führen müssen. Wenn man den Nationalisten das Feld überlässt, wenn man den Feinden der Demokratie das Feld überlässt, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, sie existenziell anzugreifen und zu kritisieren, während wir gleichzeitig diese großen geopolitischen Herausforderungen haben, den Krieg, das Wachstum, die Klimakrise. Aus all diesen Gründen ist es extrem wichtig, zur Europawahl zu gehen. Es ist wichtig, seine Stimme abzugeben, jeder nach seinen Vorlieben, weil ich davon überzeugt bin, dass Europa das einzige Mittel, das einzige Werkzeug ist, um unseren Wohlstand zu verteidigen, unsere Demokratie zu verteidigen und auf all diese Herausforderungen antworten. Zu diesem Thema passt die Frage, wie bedeutend ist die deutsch-französische Freundschaft gerade für den Zusammenhalt, das, was Staatspräsident Macron gerade eben beschrieben hat. Welche Bedeutung hat gerade dieses Duo, dieser Motor? Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ich weiß aus den zurückliegenden Jahrzehnten, wie sehr die deutsch-französische Freundschaft auch Europa genutzt hat. Und ich freue mich darüber, dass der Blick in Frankreich kein anderer ist. Dass Emmanuel Macron hier ist, dass der französische Staatspräsident hier ist, mit uns gemeinsam die Demokratie feiert, ist ja auch ein Signal dafür,
dass wir eine Allianz der Demokraten in Europa brauchen. Herr Macron hat zu Recht darauf hingewiesen, die Bedingungen heute vor der Europawahl sind andere als vor der letzten Europawahl. Es ist viel passiert. Wir hatten nach der letzten Europawahl eine lange Corona-Pandemie, was viele Leute gestresst hat, besorgt hat, manche auch in größeren Abstand zur Demokratie gebracht hat. Die Pandemie war noch nicht zu Ende. Da hat Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Das ist ein Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber stellt im Grunde genommen alles in Frage, auf das sich Europa gründet. Und deshalb bin ich so froh darüber, dass Europa sich nicht hat spalten lassen in diesen letzten 2,5 Jahren, seitdem der Krieg tobt, sondern wir sind enger zusammengerückt. Wir wissen, was wir zu tun haben, und die Ukraine kann sich auf unsere Unterstützung, auf die deutsche und die französische verlassen. Herzlichen Dank, Monsieur le Président. Sie sind seit langem wieder der erste Präsident, der Ostdeutschland besucht. Sie fahren morgen nach Dresden. Was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Es geht mir darum, die Gelegenheit zu nutzen, mit allen Deutschen zu sprechen im ganzen Land. Und wie ich bereits erwähnt habe, das 75. Jubiläum des Grundgesetzes und das Demokratiefest hier, sowie auch das 35. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung, das war ja eine Bewegung, die sehr bedeutend war. Sie hat dazu geführt, dass auch die Osterweiterung Europas durchgeführt wurde. Das war eine Erweiterung und eine Vereinigung des gesamten Europas, die dadurch ausgelöst wurde. In gewisser Weise war ja das geteilte Deutschland auch ein Grund, weshalb Europa sich lange Zeit gar nicht als ein geeinter Kontinent denken konnte. Und ich bin der Meinung, in Dresden ist so etwas wie ein europäischer Phönix. Eine Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört war. Es war eine intellektuelle Hauptstadt Europas. Und heute ist es eine Art Hauptstadt des Silicon Saxony. Das ist also eine Art Hauptstadt der Moderne, die nun durch Dresden verkörpert wird. Das ist meines Erachtens nach ein sehr großer Erfolg. Und da sollte man sich die Erfolge anschauen, die in den vergangenen Jahrzehnten durchgeführt wurden. Und da haben wir viel erreicht. Ich denke, wir beide, ich stelle mich mal neben Sie, wir sind sehr froh, dass Sie heute da sind. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Sie haben ein tolles Programm vor sich. Jetzt geht es erstmal weiter mit den militärischen Ehren, nicht wahr? Nein, jetzt machen wir noch einen Rundgang hier an den Ständen vorbei, werden uns das eine oder andere ansehen. Auch die Aufarbeitung der DDR-Geschichte, die am Anfang stehen wird, den Umgang, den wir in Deutschland mit den Jahren vor 1990 gefunden haben. Und natürlich werden auch die Opfer zur Sprache kommen. Dann geht es weiter an einige Stände, dann kommen die militärischen Ehren. Herzlichen Dank für das Programm, dass wir das jetzt noch mal gehört haben. Ihnen ganz herzlichen Dank, Staatspräsident Macron. Es war uns eine große Ehre, dass Sie heute da waren. Bei dem Bürgerfest mit Studenten, Schülern, vielen Menschen hier, die Ihnen sehr gerne zugehört haben. Bitte dazu einen ganz besonderen Applaus.